Ja, dann steigen wir vielleicht gleich ein. Schönen Tag allerseits. Freue mich hier zu sein. Gregor Strutz, mein Name. Ich bin als Designer, beschäftige ich mich mit dem Thema Inclusive Design. Und genau, wie gesagt, wollte in das Thema barrierefreies Lesen eingehen. Hintergrund dazu natürlich die digitale Barrierefreiheit absolut wichtig, aber wir alle wissen, dass am Ende dennoch 70% unserer Sinneswahrnehmung, zumindest für die Leute, die darüber verfügen, visuell sind. Und insofern das Thema Schrift als Grundlage der Barrierefreiheit einen ganz, ganz wichtigen Stellenwert hat. Und genau deshalb, sozusagen in dem gesamten Thema, wieso komme ich hier nicht weiter? Entschuldigung, da haben wir gerade. Nee, du bist im Falschen. Ich habe das Falsche gehabt, offen gehabt. Einen Moment, bitte. Wir wechseln hier auf PDF. Ich hatte es irgendwo offen. Wo hast du denn? Ja, Ich also, da. ja, dann tippen gehen wir mal drauf. Das, oder? Das, genau. Und das müsste jetzt oben. Ja, du musst nach oben bringen, dann sehen es alle. So. Ah, alles klar. Sehr gut. Vielen Ja. Dank. Vollbildmodus. Jetzt habe ich es wieder weggetan. Entschuldigung, habe ich irgendwas falsch gemacht? So. Jetzt draufklicken. Yes. Zack. Vielen Dank. Genau. Also insofern, wo waren wir? 70% unserer Sinneswahrnehmung für die Menschen, die einen Sehsinn haben, sind automatisch das Thema Sehen. Und genau deshalb ist es an der Zeit, eben nicht nur über eine digitale Barrierefreiheit zu sprechen, sondern auch zu Beginn zu sagen, wir brauchen ein barrierefreies Kommunikationsdesign. Und da sind barrierefreie Schrifttypen eigentlich wirklich eine der absoluten Grundlagen. Ich komme Jetzt. nicht weiter. Ha, Jetzt. okay, dann klicke ich einfach Ja, daneben. genau. Genau. Zwei Quellen, die ich Ihnen unbedingt empfehlen möchte. Ich werde eingehen, zum einen links dargestellt auf die DIN 1450 in der Fassung vom April 2013. Ganz toll, wenn Sie sich weiter damit beschäftigen wollen, auch das Buch mit Typografie und Bild barrierefrei kommunizieren von Kerstin Alexander. Sie ist Professorin an der Hochschule in Merseburg und hat ganz, ganz fantastische Forschung betrieben, die tatsächlich das Wissen nochmal untersetzt und bestätigt hat. Also insofern, wenn Sie sich da belesen wollen, eine absolute Buchempfehlung. Wenn wir in die DIN 1450 reingehen, dann ist zunächst erstmal wichtig, dass wir uns nochmal über Begriffe unterhalten. Weil am Ende wird immer alles in den großen Topf Lesbarkeit reingeworfen. Und in Wirklichkeit reden wir aber über zwei verschiedene Dinge. Das eine ist die Lesbarkeit, das andere ist die Leserlichkeit. Lesbarkeit zur Erklärung ist alles das, was die Person quasi ausmacht, die einen Text schreibt. Das heißt also die Frage, wie schwierig ist die gewählte Sprache, wie viel Fremdsprache ist in den Texten enthalten, wie lang sind die Sätze und aber auch das Thema, welche Randabstände gibt es, wie lang sind die einzelnen Zeilen eines Textes oder wie ist der Text gestaltet. Und im Gegensatz dazu, und das ist dann der zweite Teil, das Thema Leserlichkeit, das sind tatsächlich die zeichenbezogenen Faktoren, welche Buchstaben sind besonders gut leserlich. Und auch in welchen Schriftgrößen und in welchen Abständen von Buchstaben und von Worten und sowas ja, sind sozusagen notwendig, um tatsächlich barrierefrei lesen zu können. Wenn Sie mich noch mal kurz eingehen lassen auf das Thema 1x1 leserfreundlicher Layouts, dann sozusagen die absolute Grundlage einer jeden Typografievorlesung für Sie als Erinnerung. Wir können natürlich Texte in einen Blocksatz bringen, wir können sie mitten zentrieren, wir können sie auch rechts sozusagen ausrichten. Alle diese Dinge gelten aber als nicht barrierefrei, weil sie das Lesen und damit das Leseverständnis nicht unterstützen.
im Sinne der Barrierefreiheit ist nur der sogenannte linksbündige Flattersatz derjenige, der zu wählen ist. Und auf alle Fälle auch ganz wichtig, dass also nicht sinnentstellend getrennt wird. Zeilen sollen nicht zu lang sein. Klassischerweise sagt man, dass dort, wo wir barrierefrei sein wollen, man maximal 65 Zeilen auf eine Zeile packt. Bei Fußnoten, Bildunterschriften und all diesen Texten, die nochmal kleiner dargestellt werden, den sogenannten Konsultationstexten, sollen sogar nur maximal 45 Zeichen in einer Zeile angeordnet werden. Der Zeilenabstand soll mindestens 120% der Schriftgröße betragen. Genau, und bei langen Zeilen ist der Zeilenabstand sogar noch zu vergrößern. Ein weiteres Phänomen, was auch ganz wichtig ist bei textbezogenen Faktoren, ist die Frage, wie Sie schreiben. Und dazu will ich Ihnen gerne mal was zeigen. Ich will Ihnen ein Wort zeigen und ich will Ihnen das mal von unten zeigen. Und ich denke, Sie werden mir zustimmen, dass es wahnsinnig schwierig ist, dieses Wort zu erkennen. Das heißt, in der Wahrnehmungspsychologie, wenn wir also Texte lesen, dann ist in unserer Wahrnehmung der obere Teil der Buchstaben das Allerwichtigste. Wir lesen in sogenannten Sakkaden. Das heißt also, unser Auge springt innerhalb von Millisekunden, guckt sich eigentlich nur Formen an, versucht diese Formen zu entschlüsseln. Und erst wenn wir in diesem Augenblick eine Form nicht sauber entschlüsseln können, geht unser Auge und unser Gehirn in den eigentlichen Kern der Buchstaben hinein und liest dann Buchstabe für Buchstabe. Ansonsten lesen wir nicht Buchstabe für Buchstabe oder zumindest geübte Lesende. Warum ist das wichtig? Das ist deshalb wichtig, weil im Umkehrschluss diese schlimme Unart, zu glauben, dass einfach Dinge besonders wichtig werden, wenn sie in Großbuchstaben geschrieben werden, einfach überhaupt nicht quasi, also weder in der Wahrnehmungspsychologie unterstützt wird, noch im Bereich der Barrierefreiheit. Bitte wählen Sie alles andere, aber keine Großbuchstabenkombination. Genau. Gut, das vielleicht als so ein kurzer Einblick in das Thema Lesbarkeit. Jetzt möchte ich Ihnen die DIN 1450 in Kürze vorstellen und ich will Ihnen sofort vorweg sagen, ich unterrichte in Polen, ich unterrichte auch in Indien. Überall hole ich diese DIN-Norm hervor und es ist tatsächlich sozusagen ein großes Kulturgut, was wir Deutschen haben, dass wir so unglaublich gut sind im Bereich der Ingenieurswissenschaften, aber insofern natürlich auch wahnsinnig verrückt, dass man wirklich mit mathematischem Wissen sagen kann, wann Buchstaben gut leserlich sind und wann nicht. Und genau das macht die DIN 1450. Wie, wann und weshalb werden Textinhalte leserlich und damit verständlich? Dabei ist zunächst erstmal wichtig, nochmal vorwegzugeben, dass es keine typografische Gestaltung gibt, die für alle Leser und für alle Anwendungsbereiche gleich gut geeignet ist. Das heißt, es gibt nicht die eine Faustformel, sondern natürlich müssen typografische Entscheidungen getroffen werden, im Wesentlichen mit Bezug auf den Inhalt, den Zweck und das Medium der Informationen, die vermittelt werden sollen. Und insofern Inhalt, Zweck des Inhaltes, der vermittelt werden soll, gibt es natürlich auch unterschiedliche Textarten, die an die unterschiedliche Anforderungen in der Gestaltung sozusagen gestellt werden. Diese Texte, das kennen Sie eigentlich. Es gibt sogenannte Lesetexte. Das sind die fortlaufenden Texte, die komfortabel gelesen werden sollen. In einer Zeitung wären das die klassischen Textspalten, wo der eigentliche Inhalt drinsteckt. Zweitens Konsultationstexte. Konsultationstexte sind Fußnoten, Bildunterschriften, Legenden, sogenannte Marginalien, alle diese Textzugaben, die diesen Lesetext eigentlich unterstützen sollen. Dann, und da ist die DIN nicht ganz sauber, wird erstmal gesprungen und es wird gesagt, es gibt auch Signalisationstexte.
Signalisationstexte sind Texte, die zum Beispiel in Wegeleitsystemen, in einem Rathaus oder in einem anderen öffentlichen Gebäude an die Wand geschrieben werden. Und als vierten Textinhalt oder als vierte Textart gibt es den sogenannten Schautext. Und das sind jetzt also die Überschriften und die Hervorhebungen, die also zum Lesetext da sind und den gliedern und auch wieder unterstützen. Warum erzähle ich Ihnen das Ganze? Weil wir das nachher brauchen werden, wenn wir uns über barrierefreie Schriftgrößen unterhalten. Hier ist dann sozusagen eine Entscheidung zu treffen, ob der Buchstabe als Lesetext verwendet werden soll oder eben als Überschrift. Wenn wir uns jetzt über Buchstaben unterhalten, dann definiert die DIN, dass es also vier verschiedene Kriterien gibt, die im Prinzip für Menschen mit Seheinschränkungen besonders wichtig sind. Und diese vier Kriterien sind zum einen die Erkennbarkeit von Buchstaben, die Unterscheidbarkeit von Buchstaben, die Offenheit von Buchstaben und der sogenannte Strichstärkenkontrast. Also die Frage, wie dick sind die einzelnen Buchstaben? Wie fett ist der Buchstabe? Das Blöde auch hier, die Reihenfolge ist aus meiner Sicht durcheinander, weil wenn wir jetzt also reingehen und ich Ihnen Inhalte vorstelle, dann picke ich mir zunächst erstmal den Punkt 2 und 3 raus, und zwar die Unterscheidbarkeit und die Offenheit. Die beziehen sich direkt aufeinander. Gut. Unterscheidbarkeit und Offenheit von Buchstaben. Ich will Sie nicht zum Spezialisten machen, dennoch wichtig, dass Sie also sozusagen verstehen, dass auch wenn Buchstaben ganz, ganz einfach zu sein scheinen, sie sozusagen verschiedenen Formen oder Formenprinzipien folgen. Das sind einerseits geometrische Formenprinzipien und es gibt dynamische Formenprinzipien. Und das ist deshalb wichtig, weil ganz viele Buchstaben, die vermeintlich einfach erscheinen, in Wirklichkeit nicht wirklich einfach sind. Als Beispiel zeige ich Ihnen die Schriftart Futura, hier im Schriftschnitt Medium. Zunächst erstmal würde man denken, super simpel und damit wahrscheinlich auch barrierefrei. Das ist es leider nicht, denn dieses ist eine sogenannte konstruierte Schrift, die also einem ja, geschlossenen Formenprinzip folgt. Was bedeutet das? Ich zeige Ihnen den Buchstaben des kleinen a's und Sie sehen eine Kreisbewegung im Zentrum. Und ich zeige Ihnen den Buchstaben eines b's und Sie sehen wieder dieselbe Kreisbewegung im Zentrum. Dann zeige ich Ihnen das c und es ist eigentlich wieder genau dieselbe Form. Und das d und das e und das g und das O und das P und das Q. Und wenn Sie sich jetzt erinnern, dass ich Ihnen vorhin gezeigt habe, dass wir Buchstaben oder dass wir Worte sozusagen nur in der Horizontlinie lesen und immer dann, wenn wir unsicher werden, erst in die Buchstaben reingehen, dann ist genau das hier das Problem, was viele vermeintlich ganz einfache Schriften haben, dass sie im Zentrum, also dort, wo ich hingucken würde, um die Buchstaben zu unterscheiden, in dem Fall alle der gleichen Kreisbewegung folgen. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, dass ein Mensch ein Sehproblem hat, vielleicht unscharf sieht, dann wird es natürlich unglaublich schwierig, zum Beispiel das kleine E vom O zu unterscheiden. Und insofern die Futura als eine Vertreterin einer Schriftart mit einem geometrischen Formenprinzip, muss man also festhalten, dass genau diese Schriften zwar vermeintlich einfach sind, aber in Wirklichkeit eben nicht als nicht barrierefrei gelten. Nur Schriften mit einem dynamischen Formenprinzip, die also offen sind, sind tatsächlich barrierefrei. Wirklich die einfachste Art und Weise, wenn Sie sich selber fragen, welche Schrift benutze ich hier gerade, welche sollte ich wählen von denen, die mir zur Verfügung stehen, schauen Sie sich das kleine E an, schauen Sie sich das untere Ende vom kleinen E an und gucken Sie sich an, ob dieses untere Ende von dem kleinen E eben in der horizontalen endet oder fast wieder in einer geschlossenen Kreisform in der vertikalen endet. Genau das macht den Unterschied aus.
Ich will Ihnen hier mal zeigen als Simulierung, wie Menschen mit sozusagen mit schlechten Sehfähigkeiten bei ungünstigen Lesebedingungen Buchstaben wahrnehmen und wiederhole nochmal das, was ich Ihnen gerade gezeigt habe. In dem Fall in der linken Spalte mit der Schrift Helvetica. Die Schrift Helvetica ist quasi die Basis gewesen für die Arial, also die gute Vertreterin, die Sie alle kennen aus Word. Und da sehen Sie, wenn Sie sich unten mal anschauen, bei diesen ungünstigen Lesebedingungen, wie hier also wirklich Buchstaben fast gleich werden und eine Unterscheidbarkeit zwischen A, S und E eigentlich nicht mehr gegeben ist. Und im Gegensatz dazu eben als Vertreterin eines dynamischen Formenprinzips die Schrift Frutiger, bei der das kleine E wirklich offen bleibt und eben damit sehr genau zu unterscheiden ist. Nochmal ein anderes Beispiel, Zahlen. Und auch hier genau das Gleiche. Es sind die beiden gleichen Schriftarten, Helvetica und Frutiger. Und Sie sehen, dass einfach in der Helvetica die Zahlen so geschlossen sind, dass es ganz, ganz schwer ist, gerade die Ziffern 8, 6 und 9 voneinander zu unterscheiden. Das war also das eine, die Frage, wie geschlossen sind diese Buchstaben und wie konstruiert sind sie? Das kleine E als ganz, ganz wichtiges Parameter. Ich habe Ihnen noch ein paar weitere Buchstaben mitgebracht. Und auch hier wieder erinnern Sie sich daran, dass wir da uns darüber unterhalten haben, dass die obere Hälfte eines Buchstabens so unglaublich wichtig ist, um ihn gut lesen zu können. Und wenn dann eben die Kleinbuchstaben G, A und Q auf genau derselben Form beruhen, dann wissen wir, dass viele Menschen mit Leseproblemen tatsächlich hier ein riesiges Problem haben, diese Buchstaben voneinander zu unterscheiden. Oben eine Futura, unten als Beispiel eine andere Schrift, eine sogenannte informative, bei der also das G eine zweistöckige Form hat mit zwei Kreisen, das kleine A, das sogenannte Fleischerhaken A ist, was also oben diesen offenen Bogen hat und das Q dann sozusagen in der klassischen Form. Und hier haben Sie die Unterscheidbarkeit zwischen den drei Buchstaben. Also insofern G, A und Q. Eine ganz wichtige andere Buchstabenkombination ist die Ziffer 1 im Verhältnis zum großen I und dem kleinen L. Das tatsächlich vor allem auch für Menschen mit Legasthenie, Menschen mit Lernschwierigkeiten und geistigen Beeinträchtigungen, die dann tatsächlich teilweise eben nicht über über die Wortbedeutung Buchstaben nochmal dekodieren können. Und wenn dann hier, also wie in der oben dargestellten Gils Hans, tatsächlich wirklich die 1, das große I und das kleine L fast auf derselben Form beruhen, ist das einfach wirklich nicht barrierefrei. Und auch hier sehen Sie die Arial, die immer so als wahnsinnig gut leserliche Schrift gilt, ist es sie überhaupt gar nicht, weil man zwar die 1 noch von den anderen beiden Buchstaben unterscheiden kann, aber eben I und L keine Chance hat. Und auch hier wieder, ich will jetzt wirklich keine Werbung für diese Schrift Informative machen. Es gibt tolle Schriften mittlerweile auf dem Markt, aber als Beispiel einfach dann hier, damit Sie sehen, sozusagen bei der 1 nochmal unten sogar eine Basis mit dabei, das große I, was dann also oben und unten einen Querstrich hat und das kleine L, was eine schräge Rundung hat, in der es endet. Super eindeutige Unterscheidung, auch bei schwierigen Worten. So eine letzte Kombination, die ich Ihnen mitgebracht habe, ist die Buchstabenkombination von B, D, P und Q. Die ist vor allem wichtig für Menschen mit Lernschwierigkeiten und vor allem für Menschen mit Legasthenie. Es gibt diverse LeserInnengruppen, bei denen es also das Phänomen gibt, dass sie für Millisekunden ein gespiegeltes Sehen haben. Und wenn ich mit genau diesem Phänomen lebe und dann diese Buchstaben auf genau derselben Form beruhen, dann habe ich einfach keine Chance mehr, die voneinander zu unterscheiden. Also auch hier wieder, Sie können schauen bei B und D, dieses kleine Häkchen beim D, dieser Seitenfuß oder beim Q, dieses kleine Öhrchen oben links, P meine ich, Entschuldigung. Das ist genau der Unterschied, den wir brauchen, um Dinge voneinander zu unterscheiden können. Als Beispiel vielleicht eine Logo-Überarbeitung, bei der Sie sagen würden, also die Sie sicherlich auch kennen, die Lebenshilfe als gemeinnützige Organisation.
in dem Fall also die Abteilung in Berlin. Und hier haben wir das Logo überarbeitet. Das Logo hatte verschiedene Probleme. Sie sehen auch die Großschreibung. Sie sehen, dass das Berlin sozusagen die Unterzeile deutlich kleiner ist als die Oberzeile. 50% Größenunterschied ist viel zu hoch. Die Farbkontraste hauen nicht hin. Aber wenn ich Ihnen das mal jetzt in ein unscharfes Sehen bringe, dann sehen Sie vor allem, dass nicht nur die Unterzeile in der alten Version komplett verschwindet, auch bei der Lebenshilfe werden einzelne Buchstaben eben nicht mehr eindeutig erkennbar. Und auch hier wieder also in der unteren Variante, genau deshalb habe ich Ihnen diese Schrift Informative mitgebracht, dass Sie hier einfach sehr gut erkennen können, dass tatsächlich die Worte zwar schwer leserlich werden, aber trotzdem noch erkannt werden können. Gut, das zum Thema Unterscheidbarkeit und Offenheit. Faustformel, merken Sie sich einfach, schauen Sie sich das kleine E an. Und wenn Sie sich dann noch an die Kombination aus Ziffer 1, großem I und kleinen L merken können, bin ich schon glücklich. Die zweite Sache ist jetzt quasi die Raketenwissenschaft, bei der wir Deutschen tatsächlich zu Ingenieuren werden, das Thema Erkennbarkeit und Strichstärkenkontrast. Da gibt es wahnsinnig viele verschiedene Dinge, die man berücksichtigen kann, aber keine Angst, das will ich Ihnen überhaupt gar nicht alles zeigen, aber einen kleinen Überblick geben. Und dabei ist mir am allerwichtigsten, Ihnen zu zeigen, dass wir Schriften nicht mehr nach einem Bauchgefühl in der Größe bestimmen können, um zu sagen, das ist wohl barrierefrei und das nicht, Schriftgröße groß genug, sondern dass tatsächlich man das Ganze berechnen kann. Was dafür wichtig ist, ist das sogenannte Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis. Wunderbar deutsches Wort, ähnlich wie Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, unglaublich lang und Teil unserer deutschen Kultur, dass es einfach am Ende nicht mehr barrierefrei ist. Worum geht es hierbei? Es geht darum, wie groß quasi die Kleinbuchstaben, die man also an dem kleinen X bemisst, im Verhältnis zu dieser maximalen Schrifthöhe, also der maximalen Ausdehnung nach oben und nach unten ist. Und dieses Verhältnis, das Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis, wird ganz, ganz simpel. Das können Sie, egal wie Sie sich die Buchstaben angucken, mit einem Lineal quasi ausmessen und berechnen, indem Sie wirklich quasi den einen Wert mit dem anderen teilen. Und wenn wir hier bei unserem Schriftbeispiel Informative bleiben, dann wählen Sie also die Buchstaben des Zentrums, die kleine x-Höhe, und teilen die mit der Maximalausdehnung und Sie bekommen einen Wert. Und dieser Wert ist hier in dem Fall für diese Schrift 0,56. Das ist das Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis. Und mit diesem Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis möchte ich Ihnen noch eine weitere Seite als dritte Quelle vorstellen. Das ist die Seite www.leserlich.info. Als eine unglaublich tolle Ressource, die kostenlos ist, die Ihnen der Deutsche Blinden- und Sehbehindertenverband zur Verfügung stellt, in der Sie die Inhalte, die ich Ihnen erzählt habe, alle nochmal nachlesen können und in der Sie mittels eines Schriftgrößenrechners barrierefreie Schriftgrößen berechnen können. Wenn Sie schauen, dann ist quasi im Zentrum, meine Hand sieht man, sehen Sie, dass wir hier also unsere Freundin, die das Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis wieder treffen und das sozusagen hier in dem Fall 0,45 betrifft. Das ist also für eine andere Schrift berechnet. Und dann wird einem also rechts eine Schriftgröße ausgegeben, die also bei dem Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis 0,45 bei einer barrierefreien Schrift von 9,5 Punkt beträgt. Das ist in dem Fall ausgegeben für einen Lesetext. Dieser Lesetext wird hier ausgewählt in einem Pull-Down-Menü, bei der Beleuchtung gut, mit einer Sehfähigkeit von 0,7. Da komme ich gleich alles nochmal drauf zurück. Ich will Ihnen jetzt erstmal zeigen, wenn Sie rechts schauen, wir hatten also ein Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis 0,45, was zu 9,5 Punkt Schriftgröße führt, als barrierefreie Schrift, als Beispiel. Dann ist es so, dass mit unserer Schrift, mit der Informative, weil die Kleinbuchstaben so unglaublich groß sind, und wir dadurch ein Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis von 0,56 haben, die Schrift kleiner verwendet werden kann, und zwar 7,7 Punkt.
Jetzt kann man das Ganze nochmal weiterspielen und sagen, wir wollen jetzt aber, dass die Beleuchtung unserer Leserin oder unseres Lesers sozusagen nicht mehr gut ist, sondern schlecht ist. Und insofern muss natürlich, wenn ich das auswähle, meine Schrift wieder deutlich größer werden. Wir haben also rechts die 7,7 Punkt. Und wenn Sie jetzt das schlecht auswählen, dann ist die Schrift größer geworden. Sie brauchen jetzt 10,9 Punkt, damit das Ganze gut erkannt werden kann. Und jetzt will ich noch auf das Letzte hinaus. Das ist der Visus. Wir waren gerade eben bei einem Visus von 0,7. Das ist also eine Durchschnittsfähigkeit, eine durchschnittliche Sehfähigkeit, die wir alle erreichen. Man geht davon aus, dass der Durchschnittsmensch nicht 100% sehen kann. Jeder hat irgendeine Form also von kleiner Beeinträchtigung. Und deshalb ist also 0,7 der Durchschnittswert. Wenn ich den jetzt verändere und zum Beispiel auf 0,5 gehe, dann bin ich also letzten Endes bei der Lesefähigkeit einer älteren Person, die möglicherweise weitsichtig geworden ist, die möglicherweise auch schon sozusagen eine Eintrübung, eine leichte Eintrübung auch des Augapfels hat. Und insofern wird also aus meiner barrierefreien Schriftgröße von 10,9, die wir vorhin hatten, jetzt eine 15,3. Und Sie kennen das, das ist der lange Arm. Hat mich früher immer beeindruckt bei meinen Großeltern. Das ist sozusagen genau das. Wenn die Schrift größer wäre, gewesen wäre, 15,3, hätte der Arm nicht so lang sein müssen. Und das kann man jetzt noch mal einmal weiterspielen als letztes. Ich verspreche Ihnen, danach sind wir damit durch, indem wir sagen, wie ist es denn jetzt für Menschen mit einer Seheinschränkung oder einer ernstzunehmenden sozusagen Behinderung schon? Es könnte zum Beispiel ein Visus von 0,3 sein, wobei das natürlich wahnsinnig unterschiedlich ist. Aber wenn wir den einstellen, dann wird unsere Schriftgröße von 15 Punkt sich vergrößern auf 25,5 Punkt. Und das Ganze mit für genau die Schrift, die wir uns vorhin angeschaut haben, die informative, die also das Mittellängen-Schriftgrößenverhältnis von 0,56 hat. Ein wahnsinnig tolles Tool, bei dem ich Ihnen wirklich nur immer wieder raten kann, schauen Sie sich das an auf der Internetseite. Sie können damit eigentlich bei jedem Brief, den Sie schreiben müssen oder auch bei jeder Internetseite, Sie sehen da oben die Auswahl Tablet, Desktop, Screen, Smartphone, Sie können tatsächlich sehr genau bestimmen, was Sie sozusagen einstellen müssen für Ihre Leserschaft, entsprechend der Bedürfnisse. Das war das Thema Schriftgröße. Natürlich sind wir Deutschen so verrückt, dass wir das Ganze noch mal einen Ticken weiter treiben können. Hiervon will ich Ihnen nicht zu viel zeigen, aber als kurzen Einblick vielleicht. Zum einen, dass wir natürlich Strichstärken genau berechnen können, dass wir auch die Buchstabenweiten, also wie breit Buchstaben laufen, sehr genau berechnen können und bestimmen können im Sinne der Barrierefreiheit. Wir können die Buchstabenabstände zwischen den einzelnen Buchstaben sehr genau benennen und wir können auch die Wortabstände im Prozent eben sehr, sehr genau benennen. Und um Ihnen hier vielleicht einen ganz kurzen Einblick noch zu geben, die DIN gibt in dem Fall also immer Anforderungen heraus, die also in der linken Spalte im unteren Bereich benannt sind. Und hier sehen Sie jetzt also wieder das Thema Signalisationstext, Konsultationstext oder Lesetext. Hier werden Ihnen immer Prozentangaben gegeben als Von-bis-Spanne. Und dann wird tatsächlich zum Beispiel, wenn wir uns die Frage stellen, wie dick ist, also oder wann ist ein Buchstabe zu dick? Dann wird hier einfach nur geguckt, wie dick ist der Buchstabe im Verhältnis zu dieser X-Höhe, zu diesem Kern der Buchstaben. Und um Ihnen das mal anhand eines Beispiels zu zeigen, wieder die Schriftfamilie Informative hier in den Schriftschnitten Regular unten, in der Mitte Semi-Bold und oben Bold. Und wenn man hier das Ganze berechnet, dann also wirklich quasi den einen Wert mal 100, weil es eine Prozentangabe ist und dann durch den anderen Wert teilt, dann kommen wir bei dem fetten Schriftschnitt, bei der Bold auf 32%. Bei dem Semi-Bold-Schriftschnitt kommen wir auf 22%. Bei dem Regular-Schnitt kommen wir auf 13%. Und Sie sehen, der Bold-Schriftschnitt, der fette, ist tatsächlich für eine barrierefreie Schriftgröße oder Schrift nicht, also zu fett mittlerweile. Also nicht mehr zulässig für Lesetexte. Genau. Und dann noch als zweite, nur noch mal quasi zur Vertiefung, weil das jetzt immer wieder genau derselben Logik folgt, noch mal das Thema Buchstabenweite. Ab wann sind Buchstaben zu breit und ab wann sind sie zu schmal?
funktioniert man genau nach demselben Prinzip. Wir haben wieder eine Anforderungsliste, die also mit einer Von-Bis-Bandbreite in Prozenten arbeitet. In dem Fall habe ich hier mal drei verschiedene Schriften gewählt. Zum einen Helvetica in einem Extended, also in einem breit gezogenen Schriftschnitt. Als Mittelwert sozusagen wieder unsere Informative in Regular und dann nochmal eine Roboto im sogenannten Condensed, also in schmalen Schriftschnitten, die letzten Endes in den 90er Jahren sehr modern gewesen sind. Das oben, diese Extended-Schriftschnitte, das ist gerade im Bereich modernen Kommunikationsdesign mal wieder die Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Wenn man das Ganze jetzt hier sozusagen wieder durch dieselbe Verhältnisgleichung durchjagt, dann ist es so, dass die Helvetica Neue im Extended-Schriftschnitt einfach viel zu breit läuft, 62%, die Informative Regular super ist mit 55% und die Roboto Condensed einfach tatsächlich viel zu schmal läuft. Und hier wurden also jetzt sozusagen die Binnenräume eines Buchstaben betrachtet. Gut, das als ein kleiner Einblick in das Ganze. Wie gesagt, es gibt dann noch zwei weitere Parameter, den Buchstabenabstand und den Wortabstand. Ich glaube aber, dass ich Sie schon zu stark oder ich befürchte, dass ich Sie schon zu stark gefordert habe und deshalb würde ich an der Stelle jetzt erstmal Schluss machen damit. Ach so, vielleicht als letztes, Entschuldigung, das hatte ich vergessen, aber das Tolle ist, dass man damit die Chance bekommt, eben wirklich für Schriften und für Schriftschnitte sehr, sehr genau, sehr neutral und sehr quasi mathematisch sozusagen in Tabellen darstellen zu können, wann etwas gut ist und wann nicht. Genau. Gut, damit bin ich durch. Nun muss ich hier mal gucken. Es gab zwei Fragen, genau. Also die erste Frage, die ich hier sehe, wenn zum Beispiel Arial die Standardschriftart der Firmen Corporate Identity ist, wie sollte dann vorgegangen werden? Sollte man zum Beispiel barrierefreie Dokumente mit anderer Typografie erstellen? Das ist natürlich die Frage, welche Corporate Design Richtlinien, welche Richtlinien Ihnen vorgegeben werden, ob Sie dort die Möglichkeit haben, das Ganze be zu beeinflussen oder eben oder nicht. Wenn Sie die Chance haben, sich hier frei zu bewegen, würde ich Ihnen immer empfehlen, nehmen Sie die Klassiker, eine Calibri oder eine Tahoma. Die sind deutlich barrierefreier. Das ist genau das, was am Anfang in diesem roten Buch, was ich Ihnen empfohlen habe, untersucht wurde und auch sozusagen bestätigt wurde. Genau. Wie gehe ich denn hier noch die andere Frage zu? Zack. Genau. Atkinson, Ja, ja. gut. Genau. Das ist ja nur eine Anmerkung. Die Atkinson Hyperlegible ist auch super. Das stimmt. Eine wirklich tolle Schrift, die ja sogar mit sozusagen mit Vertreterinnen von Menschen mit Lesebehinderungen auch erarbeitet worden ist. Die möglicherweise in Teilen nicht ganz dieser DIN-Norm hier entspricht. Aber natürlich auch immer wieder wichtig, das ist natürlich eine deutsche Forschungsarbeit, die DIN-Norm. Und insofern sind auch sozusagen nochmal Meinungen links und rechts zulässig. Aber im Großen und Ganzen stimmt eine super Schrift, die Atkinson Hyperlegible. Gut. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Sehe gerade keine, ja. Also, Dankeschön, Ja, dann Gregor. vielen Dank Das auch von war meiner auch Seite. sehr gut, mal, dass wir das Thema mal zu den Schriften hatten. Das wird sonst gerne vernachlässigt. Und ist ja auch, ist wichtig, ist nicht gesetzlich gefordert. überhaupt, Schriftgrößen sind in elektronischen Dokumenten nicht gefordert, weil man sagt, man kann es ja vergrößern. Aber es ist halt doch schnell so, dass man es ausdruckt. Oder wenn ich Folien zeige, und dann wird es halt doch ganz schnell wichtig. Und überhaupt die Lesbarkeit ist ja auch unabhängig von der Größe wichtig, wie Gregor gezeigt hat. Vielen Dank.